Na, Anlass für diesem Interview ist, dass du bekannt gegeben hast, dass du nach dieser Saison stoppst mit Handball bei SFN Vechta. Du bist erst 30 Jahre jung. Warum? Warum? Ja, ich glaube, ich habe jetzt lange genug Handball gespielt und irgendwann ändern sich die Prioritäten. Und genau, eigentlich hatte ich ja letztes Jahr schon gesagt, dass ich aufhöre. Dann kam ja der Trainerwechsel. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das noch eine Saison. Und jetzt, ja, habe ich mich dazu entschieden, nach der Saison ist dann definitiv Schluss. Und ich mache ja erstmal eine Pause. Ob ich dann irgendwann wieder in einer zweiten Mannschaft oder in einer niedrigeren Klasse spielen werde, das lasse ich mal offen. Aber dritte Liga Vechta ist erstmal vorbei. Mhm. Du bist mit Luca Wodde, Svenja Rohöfer und Ria Hacek einer der vier erfahrenen Leistungsträger der Mannschaft. Ohne dich fällt 25% weg. Denkst du, dass die Mannschaft das mit diesen vielen jungen Talente das verkraften kann? Ja, das hoffe ich schon. Also Carla wird ja aufgebaut, die ist ja jetzt auch bei uns in der Mannschaft klar die Nummer 1. Und doch, also ich glaube, dass Carla das auf meiner Position auf jeden Fall hinbekommen wird. Aber die ist noch sehr jung. Die ist noch sehr, sehr jung, ja klar, aber Talent hat sie, ne? Also das sieht man ja auch. Die hat ein gutes 1 gegen 1. Aus dem Rückraum ein bisschen werfen, das kann noch besser werden, aber ich denke, Christoph kann da auf jeden Fall noch ein bisschen aus ihr rausholen. Ja, die ganze Mannschaft ist voller Talente dieses Jahr, finde ich. Die Junge, das Mädchen von Wessels, die Tochter von Peter. Nele. Ja, und überraschend auch, die spielt einfach mit. Ja, das ist doch super. Linkshänder können wir immer gebrauchen und dann auch noch eine Fechteranerin, das besser geht's ja gar nicht, ne? Ja, genau. Aber nee, die Mannschaft, die ist nicht schlecht, aber ja, Erfahrung ist auch wichtig, ja? Ja, genau, aber Svenja, Luca, ich denke, die kriegen das auch ohne mich hin. Du bist mit 30, glaube ich, die Älteste im Kader, ja. Sehr sicher die Dienstälteste. Seit wann spielst du für SFN? Oh, John, wann bin ich gekommen? Als ich in die Damenmannschaft gewechselt bin. Also meine Jugend habe ich in Dinklage verbracht und dann bin ich in die Damen gewechselt und dann ging es für mich nach Vechta. Dann habe ich ja einen kurzen Ausflug nach Euthen gemacht und bin dann wieder zurück. Genau. Ja, dann, wie viele Aufstiege hast du mitgemacht? 2 oder 3? 2. 3. 3. Oh ja. Genau. Da bist du schon lange da. Ja, es war ein Auf und Ab. Okay. Was ist dir in dieser Zeit am besten, am schönsten beigeblieben? Am schönsten war die Saison, als wir unseren Südkreis, glaube ich, gegründet haben. Das heißt gegründet, aber das sind halt Mädels alle hier, mit denen ich Handball gespielt habe und bis heute bestehen die Freundschaften noch. Wir treffen uns 2-3 Mal im Jahr regelmäßig und das ist einfach so neben dem Spielfeld das Schönste, was es, glaube ich, gibt, dass man durch den Sport, durch sein Hobby, dass man da wirklich richtige Freundschaften geschlossen hat. Nenn da mal ein paar Spielerinnen mit Namen. Christina Kossen, die heißt jetzt Landwehr, Caroline Dammann, Laura Schumacher, Johanna Helms, Lisa Lünebrink, genau. Aber das ist doch noch alles vor meiner Zeit gewesen. Ja, siehst du? Das ist doch sehr alt, ey. Das ist doch sehr lang. Ja. Denn ich bin doch seit 2010 mit euch mit, so oder so. Also. Ja, genau. Also der Südkreis, der ist, glaube ich, ganz am Anfang, als ich nach Vechta gekommen bin. Da ist das mal entstanden. Und ja, bis heute treffen wir uns einfach noch. Genau, das finde ich so, ist das Schönste gerade beim Handball. Mhm. Und was hältst du von den Aufstiegen, vor allem mit dem Spiel gegen Stade? Ja, das sind natürlich die schönsten sportlichen Erfolge. Wenn man einen Aufstieg mitmacht, dann bleibt einem das natürlich immer in Erinnerung. Also das ist natürlich was ganz Besonderes, klar. Und ich durfte das 3 Mal mit Vechta machen. Also ja, viele Feiern, die wir da zusammen erlebt haben. Viele spannende Spiele. Und ja, vor allem das Spiel gegen Stade, das hatte sich ja irgendwie schon mal wiederholt. Da war ich selber noch nicht in Vechta, aber mit Ella Haskamp und Fifi,
ja, die haben das ja alles dann doppelt erlebt und dieses Mal dann mit einem glücklichen Ausgang für Vechta und mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Ja, das war ein Bombenspiel, ja. Das war es. Von welchem Trainer hast du in der Vergangenheit am meisten gelernt? Am meisten gelernt, ja. Ulf Dunkerbeck, den kennst du ja auch sehr gut. Ja, genau. Genau. Ja, der ist ja auch heute noch in der Halle und ja, bei einigen Spielen und dann schnackt man natürlich immer mal wieder ein bisschen und doch, der hat mir einiges beibringen können. Du lebst für den Handball. Ich glaube, deine ganze Familie, oder? Also meine Schwester und meine Mutter auf jeden Fall. Mein Papa ist treuer Fan, der guckt immer zu, aber selber hat er nie gespielt. Meine Mama hat mich früher schon mit in die Hallen geschleppt, da war ich, glaube ich, noch im Kinderwagen. Und ja, meine Schwester spielt auch heute noch Handball. Auch in Dinklage. Genau. Und dein Freund spielt auch Handball, erst für der TV Kloppenburg. Und wenn ich noch im Bilde bin, jetzt für der TVD. Ja, genau. Also letzte Saison hat er für Dinklage gespielt und jetzt ist er Trainer bei der A-Jugend in Dinklage. Spielt selber nicht mehr? Nee, selber spielt er nicht mehr. Ja, dadurch, dass wir ein Haus bauen und wenn dann beide Handball spielen und am Wochenende weg sind, haben wir uns darauf geeinigt, da ich ein bisschen höher spiele, dass ich noch ein Jahr weiter spiele und er dann ein bisschen zurücktritt und Trainer macht. Genau. Du bist eine echte Dinklagerin, oder muss ich sagen, Bünnerin, denn du kommst aus dem Ortsteil Bünne. Ja, genau. Und denn, wenn ich deine Mutter höre, ist Bünne sehr wichtig. Ja, das ist halt die Heimat, ne? Und das ist so ein kleines Dorf, das ist sehr, sehr schön hier. Kannst gerne mal vorbeikommen. Ich habe gehört, du und dein Freund, hast du gerade auch gesagt noch, ihr baut jetzt in Bünne? Ja, genau, richtig. In Bünne? In Bünne, ja. Also Bünne heißt nachher Schwarz. Nein, 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 so viele Schwarz wohnen in Bünne gar nicht. Okay, ich habe hier noch eine Frage aufstehen, die hast du schon beantwortet. Als echte Dinklagerin hast du bestimmt in der Jugend beim TVD gespielt. Ja, genau, richtig. Ab welchen Mannschaft, ab welchem Jahr, bei den Minis, die da noch nicht waren, glaube ich? Genau, bei uns, ja, sowas wie Minis gab es da, glaube ich, noch nicht, aber in der D-Jugend bin ich auf jeden Fall angefangen, Handball zu spielen. Gina, was nach dem Stoppen? Du sagst, du nimmst ein Jahr Sabbatical, aber ich glaube nicht, dass du ganz ohne Handball kannst. Ach, das ein oder andere Mal werde ich bestimmt in der Halle sein und mir ein Spiel von den Mädels angucken. Genau, aber ich habe mir auf jeden Fall schon was vorgenommen für die Zeit nach dem Handball. Ich mache ja freie Trauung und so wird mir auf jeden Fall nicht langweilig. Was heißt das, freie Trauungen? Genau, viele Leute wollen ja nicht mehr kirchlich heiraten, aus welchen Gründen auch immer. Und die können dann eine freie Trauung in der Location ihrer Wahl machen. Ne? Das ist einfach Standesamt, oder? Nee, standesamtlich muss geheiratet werden, damit die auch rechtlich vor dem Gesetz dann verheiratet sind. Und bei mir eine freie Trauung, das ist nichts rechtlich. Das ist einfach nur für das Brautpaar, wenn die dann anschließend nochmal eine schöne große Feier machen wollen. Ist ein Ritual eigentlich so. Ja, so, ja, genau. Eine schöne Hochzeit. Ja, genau. Also wenn jemand nicht kirchlich heiraten möchte, dann ist die Alternative ja meist eine freie Trauung oder halt nur standesamtlich. Genau. Gut, Tina, dein letzter Saison bei SFN. Schafft ihr den direkten Verbleib in der dritten Liga? Ja, das hoffe ich doch. Das ist ja auf jeden Fall unser großes Ziel und ich denke, dass wir das auch hinkriegen werden. Wir haben nur zweimal gepatzt. Ne? Das war vorletzte Woche gegen Altenzelle in letzter Sekunde und in Thüringen letzte Sekunde. Markranstädt haben wir ja noch verloren und Oldenburg. Ja, aber das war nicht in der letzten Sekunde. Die waren ein bisschen, die haben normal gewonnen, aber gegen Thüringen habt ihr einen Punkt weggegeben. Ach, ja, das stimmt. Du meinst, dass wir in den letzten Sekunden oder Minuten das Spiel dann aus der Hand gegeben haben. Und ihr war besser auch gegen Altenzelle, obwohl das, was ich gesehen habe dieses Jahr, das schlechteste Spiel war von euch. Ja. Du, da fehlen mir selbst die Worte. Was wir da gebracht haben, weiß ich auch nicht. Wenn man zwischenzeitlich führt und dann
sich doch noch irgendwie die Punkte aus der Hand nehmen lässt. Weiß ich nicht, was da los war. Na, Tina, aber ich glaube schon, dass ihr das schafft. Dieses Jahr ist die Mannschaft sehr gut, sehr talentiert. Das und auf jeden Fall. Gut, da geht nur einer weg. Ja? Das ist schade. Wie, das geht nur einer weg? Was meinst du? Du gehst weg. Ach so, ja, also was die anderen machen, das weiß ich ja noch gar nicht. Da laufen ja gerade die ganzen Gespräche. Genau, aber für mich steht definitiv fest, dass ich aufhören werde, ja. Ja, so hoffe, dass die anderen Leistungsträger bleiben, ne? Das würde ich dem Verein auf jeden Fall wünschen, ja. Ja. Ja, okay. Tina, ich denke, dass ich dich in der Halle noch öfters sehe. Auf und ohne Handball kannst du doch nicht. Und gut, ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg, auch mit dieser freien Trauerei und ja, dass das alles gut läuft. Jo. Das ist nett, vielen Dank. Ja, und das, wann ist das Haus fertig von euch? Wenn alles gut läuft, dann im Sommer. Im Sommer? Genau. Und wird ihr noch heiraten nächstes Jahr oder so? Da musst du dann Matthias fragen. Wieso, warum muss der Mann das immer entscheiden? Ach ja, ein bisschen Tradition muss man ja auch beibehalten. Ne? Okay, gut. Ich danke dir für dieses Interview und mach noch was Schönes dieses Jahr, dass ihr da drin bleibt und dass die Talente nächstes Jahr weiterbauen können. Ja, wir geben noch mal Gas, auf jeden Fall. Okay, bis dann. Ja, danke. Jo, ciao. Ciao.